Was geht? Aber der Captain Price altert wirklich nicht über die ganzen Jahre. Wenn man sich so überlebt, der ist wann kam denn MW3 raus? Boah. Das ist lange her. 2013, glaube ich, ne? 10 Jahre alt ist er, na gut. Wenn er hier 20 ist, obwohl der 30, na gut, ist er 40 nachher. Kommt auf gleich hinaus. Achso, er muss Lichtsignale geben. Alles klar. Dass wir halt auch sind. Klick, 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 klick. Ja, sie geht voran. Abfahrt. Sind aber auch Fette. Okay. Und wir sind ja Offiziere. Ich denke mal, wir sollten eigentlich relativ leichtes Spiel haben. Aber ich habe damit ehrlich gesagt gerechnet, dass ich noch mit dem Flugzeug irgendwas machen muss. Also praktisch im Flugzeug fliegen. Ist aber auch ganz geil, so eine Treppe hier. Direkt. Erlaubnis an Bord kommen zu dürfen. Erlaubnis erteilt. Erlaubnis erteilt. Ob die in der Originalfassung auch in Deutsch reden? Oh, Price, du nimmst ja 2 Stufen nur einmal. Wow, bist du cool. Moisens. Dürfte ich wohl Ihre Papiere sehen? Wo ist Fregattenkapitän Schmidt? Ihr musstet zu einem dringenden Treffen mit dem Befehlshaber. Alles in Ordnung. Willkommen an Bord. Moin, Sens. Na, alles klar bei dir? So. Price braucht eh 100.000 Jahre. Ich hoffe mal, ich finde das schneller als er. Ich denke mal, vielleicht hier hoch und dann da wieder runter. Hier sieht es auf jeden Fall okay aus. Okay oder auch nicht. Kann ich hier... Habe ich hier irgendwas? Los, Price. Geh, mein Gott. Bis der so da ist, man. Na, nur los jetzt. Lauf doch. Ja, gut. Moin, Sens, Matrosen. Offizier ist hier am Start und so. Da lang, da lang. Ist ja eigentlich recht easy. Da lang. Ist ja recht straight linear gehalten. Zum Glück, ansonsten wäre ein bisschen... super. Wo ist denn jetzt Price? Darf ich an euch vorbei? An mir vorbei, Mann. Da ist auf jeden Fall Waffenkammer und C4. Alter, dass Price auch immer so lange braucht, man. Das ist so zum Kotzen. Der kann sich auch mal hinteleportieren. Ja, nun mach. Dürfte ich wohl Ihre Papiere mal sehen? Ich muss das überprüfen. Einen Moment bitte. Ich habe einen Offizier hier. Er sagt, er habe Papiere. Ja, super. Die Dampfkessel sind entlang dieses Korridors. Ja, nun geh doch zu... Kusch! Bisschen K98K noch mitnehmen. Habe ich vielleicht noch eine MP44? Wäre zumindest mal eine neue Waffe. Nee, natürlich nicht. Ich muss... Also... Geht jetzt straight MP44 hier durch. MP40 meine ich. Tschüss. Dass wir halt da dann irgendwie ein bisschen was machen können. Na gut, da brauche ich nicht. Kann man hier noch irgendwas machen? Hier sind auf jeden Fall Granaten. Beziehungsweise hier sind mal die ganzen Geschosse aus den großen Kanonen. Mal mit Lagervorrichtung und allem drum und dran. Lagervorrichtung und Ladevorrichtung, so heißt es ja. So, sterbt. Das sind auch. Das sollen die Motoren sein. Achso, ich muss jetzt wieder hoch, alles klar. Also sind wir praktisch einmal im Kreis gelaufen. So, jetzt einfach nur der großen Gegnermasse wieder entgegen. Stirbst du? Ja. Hi. Oh, das ist auf jeden Fall eine gefährliche Granate. Komm. Auf jeden Fall ordentlich geschmissen.
Moin Sens, bringt aber trotzdem nichts, weil wir trotzdem ordentlich durchkommen. Spiel ist gespeichert und wir müssen jetzt wahrscheinlich... What the fuck. Okay, Pfeilchen, also der Kompass sagt, wir müssen nach oben. Noch weiter nach oben. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich auf eine Brücke. Könnte ich mir gut vorstellen. Und da halt die ganzen Papiere etc. halt holen. Ja, ist okay. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Ich kann hier zwar hoch, aber ich bezweifle, dass ich... Obwohl. Bringt mir nicht wirklich einen Vorteil, aber... Ich habe dadurch gerade einen Typen gekillt und da haben wir erste Hilfe. Perfekt. Ich muss hoch. Entspann dich doch mal, Junge. Mein Gott. Da muss ich wahrscheinlich rein. Ich würde mal sagen, ja. Halt Richtung Brücke hoch, um die ganzen Dokumente halt zu kriegen. Sterb. Da wieder runter, oder was? Eigentlich müsste ich theoretisch noch weiter hoch. Theoretisch eigentlich. Ja, entspann dich da oben. Okay, da oben ist die Brücke. Das heißt, wie kommen wir da hin? Wir müssen da hoch. Und ich darf da noch nicht mal runterspringen. Was ist das denn schon hier für eine Kacke? Schnauze. Darf ich hier auch irgendwo runter? Ja. Was? Super. Ich versuche die einfach mal gekonnt zu ignorieren. Hä? Ah, die sind aber ohne Scheiß. Die sind echt hartnäckig. Ich glaube, der hat getroffen. Wie macht er eigentlich hier? Ach. Ah, okay. Da hat man mal einen Clip gesehen. Den ich meinte und ich bin tot. Scheiße. Fuck. Fortsetzen. Okay, wir müssen eigentlich... Einfach nur ganz entspannt eigentlich an die Sache hier rangehen. Dann klappt das auch. Ja, super. Ich habe mal weniger als... Okay, jetzt habe ich wieder ein bisschen was. Okay, das sind aber trotzdem recht viele hier. Die mich wirklich töten wollen. Aber ich treffe ihn nicht. Schade. Ach, von da ganz oben. Alles klar. So, du fällst mal da oben runter. Oh, scheiße, ich habe ihn nicht getroffen. Ich habe ihn wieder nicht getroffen. Meine Fresse, Mann. Die Gesichter, die ragen doch so weit von raus. Und der steht schon wieder oben, Mann. Was ist das denn für eine Scheiße? Ich warte jetzt hier, weil die ja eh um die Ecke kommen. Sterb. So, da oben ist eine. Kriege ich den vielleicht schon von hier aus? Ja. Na, super. Habe ich den gekriegt? Na, super. Also ich muss hier praktisch mit der MP40 durchreihen. Bis zum geht nicht mehr. So, zack, zack. So. Komm, lad nach. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch noch mit. Ich hab gesagt, den nehmen wir auch noch mit. Oben drauf stehen zwei insgesamt wohl. Okay. Und wo der jetzt geschossen hat, ich weiß es nicht. Okay, wir müssen auf jeden Fall irgendwie da oben hoch. Hier durchgehen bringt nichts. Ich muss da hin. Das heißt, wir gehen hier einfach mal runter und gehen dabei hoffentlich nicht drauf. Oh, zack. Ich werde mal quicksafen. Oder ich werde nochmal quicksafen. Nicht, dass ich da gerade beim Laden bin. Hopp. Okay, einer müsste gleich, glaube ich, hier wieder auftauchen. Oder nicht? Okay, denn nicht. Okay, da will ich hoch. Ob es mir was bringt, weiß ich nicht. Okay, doch. Ich hoffe mal, dass es mir was bringt. Dass ich hier durchlaufen kann und da mal vielleicht irgendwo mal hoch kann. Perfekt, hier kann ich hoch. Da kann ich nochmal hin hoch.
Sind auf jeden Fall Gegner und da geht nochmal weiter hoch, okay. Ich glaube, wir nähern uns. Perfekt, wir sind oben auf der Brücke. So, wir sollen hier aber trotzdem noch Dokumente irgendwie holen. Wo geht's hier hin? Außenbereich, okay. Außenbereich brauchen wir nicht. Wir werden trotzdem mal das Spiel safen. Daher. Ne, nochmal Außenbereich. Oder ist hier irgendeiner, der uns töten möchte? Da oben ist die richtige Brücke, da möchten wir hin. Und ich glaube, ich muss gleich niesen, was richtig kacke wäre. Hi. Da haben wir nochmal den Offizier. Beziehungsweise den Captain. Der ganz schön viel daraus hält. Gut, den haben wir auch nochmal geholt. Und da haben wir nochmal die Info. Und wir sollen jetzt zum Bötchen zurückkehren. Okay, das können wir uns jetzt erstmal ein bisschen vereinfachen. Indem wir die von hier oben erstmal mehr oder weniger absnipen. So. Problem ist, gut, wir könnten nochmal quick safen. Ich denke mal, jetzt beim Runtergehen werden die wohl wieder weiterhin auf uns lauern. Nee, ich muss ja bloß dann wieder rausfinden, da ist das Problem. Ich hab gerade eine Bewegung gesagt. Sterb. Okay, perfekt. Okay, beim ersten Mal war ich da ja drin, ich habe die Leiter aber nicht gesehen, okay. Alles klar. Nächstes Mal Augen aufmachen. Da sind aber Medikits für uns, perfekt. Das heißt, wir haben volles Leben, wir können in Ruhe hier abhauen. Geht doch da hoch. Ja, entspannt euch. Einfach mal Pre-Fire rein und wir sind schon da, wir können abhauen. Zack. Captain Freis haben wir gar nicht verloren. Nächstes Level. Und wir dürfen Russen spielen, alles klar. Kameraden der Sowjetunion, vor fast einem Jahr haben die deutschen Invasoren ihren Fuß auf den Boden unseres Mutterlandes gesetzt. Sie sind tief in die Sowjetunion eingedrungen, haben Stadt um Stadt eingenommen und das Volk geschunden, ermordet und beraubt. Unsere Verzweiflung wächst. Doch wir haben eine letzte Hoffnung. Die Stadt, die den Namen unseres großen Anführers trägt. Stalingrad. Genossen, viele ihrer Landsleute sind bereits dort und leisten den deutschen Widerstand. Bald werden sie an ihrer Seite stehen und gemeinsam werden wir unsere Feinde besiegen. Keiner wird auch nur einen Schritt zurückweichen. Feiglinge werden von den Kommissaren sofort erschossen. Das Mutterland zählt auf sie für den Sieg bei Stalingrad. Gut, wenn du also siehst von mir aus. Ach du Scheiße. Befehl 227 vom Volkskommissar für Verteidigung der UdSSR. Wir müssen den Rückzug stoppen. Kein Schritt mehr zurück. Das ist ab jetzt unser Leitspruch. Wir müssen jede Stellung und jeden Meter aus. Achso, russischen Boden. Keine Ahnung, was das hier heißen soll. Achso, halten, okay. Halten bis zum letzten Blutstropfen in unseren Adern. Wir müssen jeden Meter mit unserem Leben verteidigen. Die Deutschen sind nicht so stark, wie die Panikmacher uns glauben lassen. Sie sind mit ihrer Kraft am Ende. Wenn wir uns ihnen jetzt widersetzen, werden wir siegreich sein. Jeder, der sich ohne Befehle zurückzieht, ist ein Verräter und wird als solcher behandelt. Panikmacher, Verräter und Feiglinge sind sofort zu eliminieren. Wir müssen unser Land verteidigen und den gehassten Feind besiegen. Russland braucht uns und wir müssen kämpfen. Der Volkskommissar für Verteidigung.